Man muss nur die Möglichkeit zur Umsetzung finden, sich etwas trauen und sich vernetzen. So wie es die Fischzüchter vom Verein Salmo geschafft haben. Der Verein Salmo wurde vor 4 Jahren gegründet mit dem Ziel, Fisch nachhaltig aus der Region zu produzieren. Und heute nutzt man natürlich hier auf der Abhofmesse die Gelegenheit, unsere Produkte aus den verschiedenen Produzenten, die bei uns im Verein Mitglieder sind, zu präsentieren. Bei uns ist es so, wir sind eigentlich Forellen- und Saiblingszüchter und wir dann relativ viel Lebendbesser zu machen. Angefangen von Erlauf, Mank, Mög, Bilach, Erlauf, Stausee, Ips. Und natürlich ist ein gewisses Sortiment, was bei uns jetzt immer größer wird, ist eigentlich die Veredelung bei den Fischern. Seit 6 Jahren habe ich eine Fischzucht in Göstling, im Mendlingtal hinten, übernommen vom ehemaligen Bürgermeister Gusel. Und seit 2 Jahren tue ich auch räuchern und das verkaufen wir alles in unseren Lokalen. Also wir mästen die Fische bis auf Speisefischgröße. Dann machen wir die komplette Veredelung, das heißt, wir verkaufen die Fische ab Hof aus Frischfisch, im Ganzen aus Filet, geräuchert im Ganzen, filetieren und gebeizt. Die Verarbeitungsmöglichkeiten sind vielfältig, vom Filet bis zum Fischleberkäse. Und diese köstlichen Produkte sind auch noch gesund. Gesundes Produkt heißt auch bei der Fütterung aufzupassen. Jetzt sind wir gerade in der Erprobung auf einem Futtermittel, das kein Tiermehl benötigt. Und das ist eine sehr große Komponente, weil zum Großteil, oder sagen wir so zu 100%, alles importiert wird, beziehungsweise der Großteil aus Südamerika kommt.